Ja, guten Morgen, sehr verehrte Gäste, liebe Freunde, ich bin ja noch einige von hier. Guten Morgen, liebe Sibylle, herzlich willkommen alle, schön, dass du da bist und schön, dass Sie auch alle da sind. Vielen Dank, Herr Bersch, für die Begrüßung und mein Name ist Christina Wiegunter, ich bin Kunsthistorikerin, Kuratorin und komme, wie gesagt, aus Trier. Ja, es ist aufregend, denn es ist die erste Ausstellung von Sibylle Ebert-Wittig und für mich als Kuratorin und Kunsthistorikerin ist es natürlich immer auch sehr spannend, den ersten Blick auf so ein Werk, was ja immerhin über 10 Jahre jetzt geht, auch zu werfen und sozusagen den Blick auch ein bisschen zu leiten in das, was ich jetzt als Erste in diesen Arbeiten sehe. Wir haben 42 Arbeiten hier ausgestellt, hier unten im Gang, und die sind alles Arbeiten Acryl, entweder auf Leinwand oder auf Holz. Und wir sind so ein bisschen aufgeteilt in Gruppen. Ich mache es jetzt ganz grob, wir können ja nicht jede Arbeit besprechen, aber wir fangen mal an. Ich sage mal, die erste Gruppe, die wir hier vorne haben, ich nenne sie intern, Sibylle hat die gar nicht in irgendeine Gruppe eingeordnet. Ich sage, das sind die Matrix-Arbeiten. Die hängen hier vorne. Hier haben wir eine Gruppe Schwarz-Weiß-Arbeiten, die auch schon hier als Schwarz-Weiß-Arbeiten. Hier kommt jetzt eine Gruppe von Frauenarbeiten und ganz am Ende gibt es nochmal eine Gruppe, das sind die Paararbeiten. Ich nenne sie jetzt mal nur so, damit Sie nachher oder hier nachher dann auch so eine kleine Orientierung. Was für mich sehr interessant ist bei der Arbeit von Sibylle Ebert-Wittig ist, dass sie eigentlich mit dieser Ausstellung angefangen hat, als sie 12 war. Nicht, dass Sie jetzt das erste Bild hier von ihr vorfinden, das ist schon viele Jahre alt. Nein, es ist so, dass das Besondere an ihr ist, dass sich ein Blick und ein Strich durch ihr Leben zieht. Sie hat schon früh, wir haben, wenn Sie den Katalog, es ist ja ein kleiner Katalog entstanden zu der Ausstellung, den ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte. Hier habe ich ihn, den können Sie nachher dann auch käuflich erwerben. Und auf der ersten Seite, die sind hier nicht ausgestellt, aber auf der ersten Seite dieser Ausstellung, auf der ersten Seite dieses Kataloges, der von Heike Matzert in Trier, Matzert Design in Trier, erstellt worden ist, auch dafür herzlichen Dank, auch dass du da bist, sehen Sie, arbeiten Kinderköpfe, als Sibylle 12 war, hat sie die in der Schule sozusagen nebenbei mal so gezeichnet. Kinderzeichnungen gibt es ja nun sehr viele. Man guckt sich die an und denkt sich, okay, da hat sie sich gezeichnet. Was aber anders ist bei diesen Kinderzeichnungen, ist, dass sie in ganz schnellen Strich es geschafft hat, nicht nur das Äußere der Person auf das Blatt zu bekommen, sondern ein Merkmal, ein Charakteristikum, was man eigentlich nur dann sieht, wenn man mit dem ersten Blick ein kleines bisschen tiefer schaut, als nur auf der Oberfläche zu bleiben. Und deshalb sage ich, sie hat eigentlich diese Ausstellung angefangen vor vielen Jahren, als sie 12 war. Und das ist jetzt heute das erste Ergebnis, was wir sehen. Was geblieben ist, ist tatsächlich dieser Schritt, dieser Strich und dieser Blick. Und das, was sie interessiert, wie ich sie auch kennengelernt habe, ist der Mensch. Der Mensch an sich, die Beziehung des Menschen zu sich selber und Menschen in Beziehung zueinander. Und das ist das, was diese Ausstellung, die heißt ja Human Possibility Space, Spielraum menschlicher Möglichkeiten, das ist das, was sie interessiert. Menschen in der Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen. Und was sie schafft in ihrer Arbeit, in diesem Blick, der sie eigentlich auch der ihr Leben auch so erfüllt, ist ein sehr neugieriger Blick auf Menschen, ein sehr anerkennender Blick auf Menschen und ein Blick, der niemals die Hoffnung aufgibt. Diese Arbeiten, die hier hängen, sind oft sehr, sehr, also gerade wenn Sie sich jetzt die Arbeiten, die Matrix, ich nenne die Matrix-Arbeiten, denn die sind sehr, sehr lichtdurchflutet, sehr, sehr farbintensiv und was sie in diesen Arbeiten meiner Meinung nach tut, ist, es gibt eine innere Haltung, es gibt ein inneres Befinden oder es gibt auch etwas, was sie von außen möglicherweise als Emotion beeinflusst hat und sie legt eine Farbe. Sie legt eine Farbe unter, sozusagen als Matrix, als Realitätsmatrix und dann kommt aus dieser Realitätsmatrix, entwickelt sich wieder auch als hoffnunggebendes oder als anerkennendes Element eine Zeichnung oder eine Malerei obendrauf. Was passiert ist, in diesen Arbeiten liegen die Realitäten so ein bisschen übereinander. Die innere Realität
einer Persönlichkeit und die äußere Realität dessen, wie sie es fast liegen übereinander und werden eins. Das sind diese Matrixarbeiten. Zeit finde ich auch in den Matrixarbeiten sehr schön sichtbar. Das können wir auch gleich in diesen Arbeiten nochmal sehen. Die Zeit, die wir ja als in der Kunst immer wieder besprechen. Die Zeit, man hat einen temporären Effekt in den Arbeiten. Und bei der Betrachtung der Arbeiten von Sibylle Ebert-Wittig ist mir das aufgefallen. Es gibt natürlich eine zeitliche Komponente in diesen Arbeiten. Aber die entwickelt sich nicht räumlich, also die geht nicht in die Tiefe des Bildes, sondern sie bleibt eigentlich, wie wir in manchen Arbeiten ist es auch anders, aber an vielen Arbeiten ist es eben so, dass sich durch die Entwicklung, sagen wir, der Emotion oder des inneren Aufbaus dieses Bildes eine zeitliche Komponente von jetzt ist das radikale Jetzt, ich nenne das radikale Jetzt, ist die Situation, die abgebildet wird. Und in dieser Situation des radikalen Jetzt ist schon implizit die Vergangenheit da. Also wir schauen ein Bild an und haben so das Gefühl, wir können erahnen, warum genau diese Emotion, diese Situation, diese Interaktion gerade auf diesem Bild zu sehen ist. Und wir können erahnen, dass es noch in der Zukunft weitergeht mit einer Lösung. Sie, als ich in meinem Text geschrieben habe, die Bilder streben nach Lösung, hat sie sich gewehrt und hat gesagt, meine Bilder streben nicht nach Lösung. Und ich musste dann reinschreiben, malerische Lösung. Dass es eben nicht eine innere Lösung ist, die sie in diesen Bildern sozusagen vorgibt, sondern die Lösung, die sie sucht in dieser zeitlichen Übereinanderlegung von Vergangenheit, dem radikalen Jetzt. Und in der Zukunft ist diese malerische Lösung, dass sie sich eben malerisch so sozusagen darin auflöst. Matrix. Die Schwarz-Weiß-Arbeiten, die wir ja nun hier auch sehr präsent positioniert haben und auch zusammengehängt haben, was mir da einfach auffällt, ist, dass sie neben diesem Malen das Zeichnen eigentlich nie aufgehört hat. Da hat sie jetzt mit dem Pinsel gezeichnet. Und was sie auch da schafft, genau wie bei diesen, Sie erinnern sich wieder an die 12-Jährige, die in der Schule sitzt und mit dem Kugelschreiber ihre Freundinnen aufzeichnet, was sie beibehalten hat, ist, dass sie innerhalb kürzester Zeit mit einem Strich, den sie dann auch nicht mehr verändert, das so ausdrückt, eine Emotion, eine Situation, eine Interaktion, einen Zustand so ausdrückt, dass er, wenn sie von allen Seiten gucken, immer wieder diese Hoffnung oder diese ausdrückt. Es ist immer sehr schnell und es fasst dennoch immer das Wesentliche von diesen Arbeiten. Ich habe in dem Katalog geschrieben und Mona Lisa lächelt von allen Seiten eben in gleicher Milde. Mir geht es darum, dass es ist völlig egal, aus welchem Blickwinkel Sie diese Arbeiten ansehen, es ist tatsächlich so, dass dieses alte Prinzip der Katharsis, nämlich der Auflösung der inneren Problematik durch den Schmerz der anderen, den hat sie verändert. Sie löst tatsächlich was auf, sie löst diese Situation auf, sie erkennen möglicherweise in diesen Arbeiten auch ihre eigenen Dispositionen oder ihre eigenen Positionen oder ihre eigenen Befindlichkeiten, aber die Lösung des eigenen Problems erfolgt eben nicht über kathartisch über den Schmerz, sondern eigentlich über die Hoffnung. Und über die Freude und über die Anerkennung und über das Leben, über die Lebensfreude, über das Glück. Und das finde ich unglaublich schön, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, in der Arbeit reinzusehen. Kunstbetrachtung ist immer das, nicht das Äußere, an dem Äußeren des Bildes hängen zu bleiben, zu sagen, gute Technik und so, sondern es hat immer etwas in der echten Kunstbetrachtung mit uns selbst zu tun. Und wenn wir in diese Arbeiten reinschauen und dieses uns selbst in den Arbeiten von Sibylle Ebert-Wittig erkennen und gleichzeitig über diese Übereinanderlegung der Zeit diese Lösung durch die Freude und die Anerkennung und die Hoffnung des Schrittes, dass es weitergeht, erleben, ist es natürlich in der Kunstbetrachtung ein ganz großes Geschenk, dass das für uns passieren kann. Jetzt kommen wir hier zu der großen Arbeit. Mit der großen Arbeit ist wieder, jetzt kommen die Frauen und die Frauenarbeiten. Die Frauenbildnis, oder die sehen Sie jetzt natürlich nicht, deshalb hören wir mit der hier hinten auch auf und Sie können dann einfach nachher, wenn ich fertig gesprochen habe,
durch die Ausstellung gehen. Und Sie werden es überall immer wieder das Gleiche auch erleben, weil das ist natürlich ein Prinzip, was diese Ausstellung auch durchdringt. Was Sie in dieser, das ist eine ganz neue Arbeit, da habe ich jetzt einen ganz schönen Text nochmal gelesen, der mich auch jetzt an das Schaffen von Sibylle Ebert wirklich erinnert hat. Da geht es um die Zeit. Die Zeit hat auch irgendwas mit diesen Arbeiten zu tun, habe ich jetzt ja auch schon erklärt. Und der Artikel hieß, die Zeit ist knapp, in einer philosophischen Zeitschrift. Und da stand eben drin, wenn wir nicht immer kurz vor einem Ereignis stehen würden, für das wir hinarbeiten müssten, würden wir es vielleicht gar nicht tun. Also die Lebenszeit ist knapp, es war knapp bis zu der Ausstellung, es musste noch irgendwas da passieren. Also hat sie sich hingestellt und hat gearbeitet. Und diese Knappheit der Zeit, dieses Schaffen, was durch diese Limitierung der Zeit in unserem Leben immer wieder eintritt, das, finde ich, spürt sich auch. Und diese neue Arbeit ist 3 Wochen alt, ja, ist sie? 3 Wochen ist sie alt. Und da sehen Sie auch nochmal das, was ich jetzt auch gemeint habe mit der Übereinanderlegung der Zeit. Da gibt es Ebenen, in dieser Arbeit, und wir erahnen ja nur, dass diese Frauenfigur hinter irgendetwas steht, was ich auch so unten so ein kleines bisschen wegklappe, und im Vordergrund und auf der linken Seite sind eigentlich offene Räume. In der Arbeit erahnen wir die Vergangenheit, wir sehen das Radikale jetzt und wir erleben die Möglichkeit der Entwicklung. Das ist einfach diese Übereinanderlegung dieser Zeit, und die durchzieht auch die anderen, wenn Sie sich die Arbeiten auch bis zu den paar Arbeiten hinten noch anschauen, dann durchzieht genau diese Komponente eben die Ausstellung von Sibylle Ebert für dich. Dieses Anerkennende auch und diese Lust, diese unglaubliche Lust an der Farbigkeit, die jetzt abgesehen von den Schwarz-Weiß-Bildern doch immer und immer wieder auftritt. Habe ich was vergessen, Sibylle? Nein, ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist ja. Ich glaube, das mit der Katharsis, das war mir einfach noch wichtig, dass nochmal, weil das steht in den Katalogen nicht drin, das ist mir einfach nochmal jetzt in der Nachbetrachtung der Arbeiten nochmal aufgefallen, dass ich das auch ganz wichtig finde, mit dem Aspekt vielleicht auch mal in die Bilder reinzugehen und sich diese Bilder zu gucken, sich nicht zu scheuen, auch vor der Berührung, es geht nicht um Betrachtung, sondern es geht um Kunsterlebnis, auch nicht zu scheuen, dass man irgendwas spürt, das ist sozusagen die Absicht von Kunst, man soll das spüren. Ich sage es immer, was sie bei der Musik, darf man zu Tränen gerührt sein, und bei den Bildern soll man davor stehen und sagen, ah ja, ein schönes Bild. So ist es aber nicht. Man soll auch vor den Bildern manchmal gerührt sein und in Tränen ausbrechen. Ich wünsche mir sehr, dass das weitergeht, dass es nicht die erste und letzte Ausstellung bleibt, sondern dass die Entwicklung weitergeht, das Experiment. Es ist ja immer noch so, dass es nicht zu Ende ist, sondern es ist alles noch immer in der Phase, dass es weitergehen kann und dass auch Neues entstehen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dieser Ausstellung natürlich sehr viel Erfolg, sehr viele Besucher, die es sehen können. Dir, Sibylle, sehr viel Erfolg mit deiner Arbeit und weitere schöne Ausstellungen mit Erfolg. Ja, und jetzt herzlichen Dank. Also, wie gesagt, ich könnte noch sehr lange zuhören. Es ist natürlich neu und auch ganz schön für mich, das so zu hören. Ich freue mich total über euch alle. Und kommt ruhig noch ein bisschen näher, damit ich euch noch besser sehen kann, würde jetzt jemand auf der Bühne sagen. Okay. Ah. Ja. Ich freue mich sehr, dass das möglich ist. Ich bedanke mich auch bei allen, die das möglich gemacht haben, bei der Stadt, bei dem Herrn Schröder vom Museum in Boppert. Das ist übrigens auch sehr sehenswert, ein wunderbares neues Gebäude. Auch will ich das hier empfehlen. Bei Ihnen für die Begrüßung, bei dir für diese wunderbaren Worte dazu. Und ich habe auch so ein Glück gehabt bei der Vorbereitung, dass ich Menschen getroffen habe, die mich unterstützt haben und nicht nur ihren Job gemacht haben, sondern richtig mit irgendwie Engagement, Begeisterung und mit Wärme dabei waren. Das ist die Frau Matzert aus Trier mit dem Design für den Katalog. Und das ist auch der Sami Fayetto, ist er, der die Fotos gemacht hat von den Bildern im Katalog. Da bist du. Okay. Dann macht hier auch noch ein paar Fotos. Also da hatte ich es einfach sehr gut.
Ja, heute haben wir auch jemand, der hilft. Stefan macht ein bisschen, mein Sohn Stefan, Singer-Songwriter, macht unseren Verklänger in den Raum gleich. Meine liebe beste Freundin Sabina ist da hinten am Stand und verkauft für mich alles Mögliche. Ja, und dann habe ich eine Bitte. Ihr habt die Liste bekommen, ich sage einfach mal ihr, weil ich das so gewohnt bin. Ihr habt die Liste bekommen mit den Titeln und da sind die kleinen Nummern. Dann könnt ihr so ein bisschen forschen, die kleine Nummer und dann das die Schrift. Auf der Rückseite würde ich mich sehr freuen, wenn ihr drei Fragen beantwortet zu dieser Ausstellung. Die mich kennen, wissen, dass ich das ganz gerne mache. Und ich bin sehr scharf darauf, zu sehen, was ihr da geschrieben habt. Daher würde ich euch auch ein Geschenk geben für diejenigen, die das ausgefüllt abgeben. Die können sich zwei Postkarten aussuchen und mitnehmen. Ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr Spaß habt. Das ist der Katalog. Ah, der Katalog. Ja. Also, der Katalog, da seht ihr das vorne, viele, viele bunte Bilder. Sehr einfühlsam zusammengestellt. Es war ein langer Prozess, genau wie das Hängen hier. Das hat Christina Jünger auch mit uns gemacht an einem ganz, ganz langen Tag. Jedes Bild wurde so platziert, dass es jetzt aus unserer Sicht den besten Platz hat. Also lasst euch ruhig Zeit. Guckt vielleicht auch bei den Bildern, die euch ansprechen. Verweilt ein bisschen bei dem. Ihr könnt vielleicht gar nicht alle sehen. Aber wenn ihr merkt, ein Bild berührt euch irgendwie, lasst euch die Zeit und lasst es auf euch wirken und guckt, was es vielleicht dir sagen will zu dir und deinem momentanen Gefühl oder Leben. Ich mag immer nicht zu sagen, ich bin Psychotherapeutin und Malerin, weil im Grunde gucke ich zwar nachher, wenn das Bild aus der Leinwand gekommen ist, auch natürlich als Psychotherapeutin da drauf, aber während es entsteht, bin ich einfach Sibylle mit einem Pinsel und mit einer weißen Leinwand und mit den Farben und dann geschieht einfach was. Und wenn ich dann eine Gänsehaut bekomme, dann weiß ich, das Bild ist fertig. Wenn es noch nicht so ist und dann ist nicht eine Spannung da, die ich selber spüren kann, dann stelle ich es beiseite und gehe nochmal dran. Und die jetzt hier hängen, die haben es geschafft in dieser Ausstellung. Danke, dass Sie da sind. Teil beendet, aber ich würde gerne, und vielleicht du bestimmt auch, Christina, wir würden gerne mit euch noch vor den Bildern ein bisschen sprechen. Nicht? Also bitte kommt einfach, lasst uns ein bisschen reden. Ich kann euch zu jedem Bild was erzählen. Und ihr mir auch wahrscheinlich. Ihr mir auch. Okay, danke.